Was hast du denn getan, damit ich dich verschonen sollte? Ich stopfe dir das Maul, damit du nicht mehr sprechen kannst. Ich fessle dir die Beine, damit du nicht mehr laufen kannst. Ich fessle dir die Hände, damit du nichts mehr anstellen kannst. Diese lautet: Bezwing sie, tranchier sie, kill sie. Es gibt keine Hilfe, keine Heilung. Außer man stirbt oder wird weggesperrt. Das ist wie ein schrecklicher Albtraum. Aber gut schlafen kann ich trotzdem. Wenn ich wieder zu Hause bin, lebe ich ein ganz normales Leben. Mir geht's so lange gut, bis ich wieder diesen Drang verspüre. Ich weiß nie genau, wann dieses Monster in meinem Kopf auftaucht, niemals. Aber es wird bei mir bleiben. Die Gesellschaft kann froh sein, dass es Wege gibt, Menschen wie mich zu erlösen, von diesen Fantasien ein Opfer zu quälen oder es besitzen zu wollen. Das komplizierte Spiel, das von dem Monster initiiert wird. Es sucht sich Opfer aus, verfolgt sie und wartet auf sie im Dunkeln. Und wartet.